Hey, willkommen zum neuen Video. Heute geht es um diesen Haufen zu Papier gebrachten geistigen Dünnschiss, den Cosmopolitan. Vorher aber nochmal die Information für euch. Unbedingt dranbleiben, am Ende dieses Videos verlose ich Festivalkarten. Dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, denn ihr wisst ja, mittlerweile muss einem das Video gefallen, bevor man es überhaupt gesehen hat. Also Daumen hoch und jetzt Intro. So, wie fange ich jetzt am besten mit so einem großen Thema wie diesem an? Vielleicht erzähle ich euch einfach mal, wie ich überhaupt auf die Cosmopolitan gekommen bin. Vor einer Woche war ich im Urlaub auf Teneriffa. Das vierte Mal gemeinsam unterwegs mit der Reisegruppe Hexenrasen. Dort haben wir nicht nur den einzigen WM-Sieg von Deutschland gesehen. Oder auch nicht. Sondern haben dort auch Dinge getan, die man im Urlaub eben so macht. Für den Aufenthalt am Pool holen wir uns hin und wieder mal Klatschmagazine zur Unterhaltung. Und so hat sich mein Kumpel Benny dieses Mal zur Unterhaltung die Cosmopolitan zugelegt. Ihr müsst euch die Situation mal so vorstellen. 5 Freunde gemeinsam im Urlaub. Wir lagen alle gechillt am Pool, völlige Ruhe, bis Benny auf einmal anfing zu lachen und meinte, ich habe noch nie so einen Haufen Scheiße gelesen. Das fand ich persönlich schon sehr witzig, denn den Tag davor hatte er noch die Bild-Zeitung in der Hand. Er hat uns dann den Gemeindeartikel vorgelesen. Und ich kann nicht anders und muss ihn euch jetzt einfach zeigen. Der Artikel ist aus der Sparte Leben und heißt Cheers, endlich Montag. Und dieser Artikel soll der weiblichen, Mitte 30er, Germany's Next Topmodel schauenden Zielgruppe vermitteln, wie man den Büroalltag gelassener angehen kann. Lifehacks für den Büroalltag also. Da bin ich aber mal gespannt. Fangen wir mal mit der Einleitung an. Keine Termine und leicht ein Sitzen haben. Wie bekommt man dieses Weekend-Feeling nun auch an Arbeitstagen hin? Verdammt, Cosmopolitan, sagt es mir! Was macht mich samstags glücklich? Das neue Lebensmotto, Champagner plopp nonstop, zumindest gefühlt. Oder vielleicht auch Hartz IV, der Tag gehört dir? Dann schauen wir mal, was gibt der Artikel denn so für Tipps? Erstens, den Wecker früher stellen. Schuhe an und los! Ich radle eine halbe Stunde früher los zur Arbeit und stoppe auf halber Strecke an einem Café. Eine halbe Stunde Croissant essen gaukelt mir vor, ich hätte frei. Haha, also das Gehirn verarschen. Gehen wir mal davon aus, dass es klappt. Also anstatt um 6 einfach mal um 5:30 aufstehen und zum Bäcker gehen. Gut, Cosmopolitan, erzählt mir mehr. Das Gegenteil funktioniert aber auch. Statt den Wecker vorzustellen, ihn einfach mal ausschalten. Schon der Wisch auf dem iPhone fühlt sich an wie das Schwänzen einer lästigen Pflicht. Am Morgen darauf werde ich langsam wach. Zur gleichen Zeit wie sonst. Angst zu verschlafen ist dank innerer Uhr unbegründet. Oh ja. Ist mir jetzt übrigens ohne Scheiß mal passiert. Ich hatte das mal, dass in der Nacht mein Handy einfach ausgegangen ist und morgens mein Wecker nicht geklingelt hat. Ich bin zu der Zeit wach geworden, wo ich schon hätte 2 Stunden auf der Arbeit sein müssen. In dem Moment hatte ich folgenden Gedanken. Es ist hell. Das kann nicht sein. Ich bin ausgeschlafen. Das kann auch nicht sein. Will das Handy nehmen? Geht nicht an. Fuck! Aber guter Plan, Cosmopolitan. Einfach mal den Wecker ausstellen. Was sagt ihr denn dazu, wenn der Plan fehlschlägt und man wirklich mal zu spät kommt? Und selbst wenn ich in dieser Woche mal zu spät dran bin, statt mich zu stressen, gebe ich kurz einer Kollegin Bescheid. Wenn man eine Sache nicht ändern kann, lohnt es sich nicht, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Locker machen ist die Devise. Okay, so mache ich das ab jetzt. Also bei meinem letzten Chef musste ich ein Mitarbeiter selber eine Abmahnung schreiben, weil er mal zu spät kommt. Aber die Zeiten haben sich ja geändert, ne? Der nächste Tipp handelt vom Thema Kleidung. Einfach mal die Ausgeklamotten von Samstagabend anziehen und sich wohlfühlen. Okay, einfach mal im Boratanga ins Büro. Noch schnell mein Ausgehparfüm drauf, statt des leichten Wohlfühlduftes und ich lächle unwillkürlich. Jetzt mal ganz ohne Witz, soll ich euch mal sagen, was mit dieser Theorie passieren wird? Dann werdet ihr euch auch am Wochenende so fühlen, als ob ihr gerade im Büro sitzt und nur daran denken. Sie sind ein echter Stimmungsbooster. Genau wie kurze Telefonate zwischendurch. Ich verabrede mich mit einer guten Freundin jeden Tag um 16 Uhr zu einem 10-Minuten-Telefonat. Haha, ja genau, das bezahlt der Chef bestimmt gerne. Jeden Tag um 16 Uhr, auch wenn Meetings oder was weiß ich was sind. Dazu muss ich allerdings sagen, dass Raucherpausen im Gegensatz zu sowas geduldet werden. Kann ja auch nicht ganz richtig sein. Aber schauen wir mal weiter. Kurze Arbeitspausen sind das Beste für das Gehirn. Ich richte mir einen Outlook-Reminder ein und zwinge mich dazu, alle 2 Stunden den Stift fallen zu lassen und für 5 Minuten um den Block zu laufen. Auch das bezahlt dein Chef herzlich gerne. Aufräumen steht an. Also starte ich meine gute Laune-Playlist auf Spotify. Um das Großraumbüro nicht zu beschallen, setze ich Kopfhörer auf. Nun bin ich im Flow und dance sogar, wenn keiner hinsieht. Ja, einfach mal im Großraumbüro abdancen, wieso nicht? Dazu will ich gar nichts weiter sagen, denn es wird noch geiler. Nächste Station meines Wellness-Parcours ist die Mittagspause. Ich schnappe mir Decke, Sonnenbrille und Zeitschrift für einen Ultra-Kurztrip in den Park.
Mein Sonnenspray verstreut Urlaubsduft. Ich lese und merke, wie mir dabei die Augen zufallen. Ein Schläfchen in der Sonne. Ein Traum. Wieso ein Schläfchen in der Sonne? Du kamst doch morgens schon 2 Stunden zu spät, weil du deinen Wecker nicht gestellt hast. Wie kannst du denn dann auch pennen? An einem anderen Tag fragt mich meine Kollegin, ob ich mittags Zeit hätte. Ich schlage ein Restaurant mit Terrasse vor und bestelle eine Weißweinschorle. Weißweinschorle. Schorle. Ja, mitten am Tag. Jawoll, einfach mal mittags einsaufen. Das steht so gut wie in jedem Arbeitsvertrag, dass Alkohol während der Betriebszeit verboten ist. Da kannst du vorausfliegen, wenn dich einer sieht. So, wir kommen zum Ende des Artikels. Was schlägt mir die Cosmopolitan denn für den Feierabend vor? Auch Feierabende zelebriere ich neuerdings richtig. Nach der Arbeit werde ich abgeholt. Vom liebsten mit der Vespa. Er kutschiert mich zum Aperitivo durch die Stadt. Ah, dein Liebster holt dich also mit der Vespa zum Feierabend ab. Und dann lädt er dich auch noch zum Abendessen in einem hochnobelen Restaurant ein. Langsam wird mir die Zielgruppe immer mehr bewusst. Auf den Geschmack gekommen, geht es am nächsten Abend gleich weiter ans Meer. Guter Tipp, mache ich jetzt auch. Einfach mal abends um 18 Uhr an Feierabend 500 Kilometer zum Meer fahren. Top! Die Woche schließt sich ab mit einer Postkarte an mich selber ins Büro. Allerdings wird mich die Karte erst am Dienstag erreichen. Montag habe ich mir spontan freigenommen. Verlängert das Wochenende ganz real und steht auf der Glücksskala höher als ein freier Freitag. Verdammt guter Plan! Der durchschnittliche Arbeitnehmer hat ja seine 54 Urlaubstage. Da kann man sich den Montag auf jeden Fall freinehmen. Puh, liebe Cosmopolitan. Normalerweise möchte ich mich ja nicht über die kreative Arbeit anderer Leute lustig machen. Ich meine, ihr habt euch ja mit Sicherheit irgendwas dabei gedacht. Aber als mein Kumpel Benny anfing zu lachen und sagte, er hätte noch nie so eine Scheiße gelesen, dem kann ich leider nur zustimmen. Tut mir leid, bei der Vorlage, ich musste einfach dieses Video machen. Gehen wir mal eben rüber zum Gewinnspiel. Ich verlose nämlich an euch einmal 2 Tickets für das Green Juice Festival am 17. und am 18. August in Bonn. Headliner vor Ort sind The Subways und die Donuts. Alles muss kaputt sein! So wie viele andere coole Bands, die ich hier nochmal eben ganz kurz vor euch einblende. Ich werde selber auch als Fotograf vor Ort sein, also macht mit und lasst uns zusammen feiern. Aber was müsst ihr jetzt tun, um diese beiden wundervollen Tickets zu gewinnen? Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Video fandet und warum ihr mit mir auf das Green Juice Festival gehen wollt. Macht aber auch nur mit, wenn ihr am 17. und 18. August wirklich nach Bonn kommen könnt. Den Gewinnerkommentar werde ich schon am Freitag per lustige Witze einblenden. Also schaltet ein und abonniert meinen scheiß Kanal. Ciao! Weißweinschorle!